Wir könnten ja jetzt so vorgehen, weil wir reden ja über den Personenverkehr, dass wir uns der Reihe nach diese Folien anschauen und dann von Behauptung zu Behauptung weiter voranschreiten. So verfahren. Nicht? Und das dann jeweils zur Debatte stellen. Die Frage, womit fängt man an? Die vollständigste Darstellung hat der Herr Käfer gegeben, sodass man mit der auch anfangen könnte. Das umgekehrte Verfahren fällt mir ein bisschen schwer, weil die Ausführungen Ihrer Seite also jedenfalls nicht so sind, dass man sagen könnte, wir wissen genau nicht, welche Trasse nun von Ihrer Seite vorgeschlagen wird. Bitte? Aber zu dem Punkt kommen wir ja immer wieder. Sie müssen halt mit der Gegenfrage rechnen. Nicht wahr, dass gesagt wird, ja, aber was wollen Sie? Nicht? Und vielleicht kann man das in dem Zusammenhang dann auch so abhandeln, dass sich durch Frage und Gegenfrage herausstellt, was letztendlich Ihre präferierte Lösung sein könnte. Ja, wir wollen jetzt. Herr Conradi. Herr Dr. Geißler, bei uns gibt es einige, die große Zweifel haben, was die Neubaustrecke angeht, andere, die Neubaustrecke durchaus für erwägenswert halten. Aber die Frage an uns ist falsch gestellt. Die Frage ist, geht an Sie, an die Planer. Ich habe gelernt, bei jeder Planung muss man einen Fallschirm haben. Das heißt, wenn was nicht so klappt, da muss eine Alternative da sein. Wir müssen doch nicht Ihre Alternativen vorschlagen. Und Sie sagen uns hier 100%ig sicher, die Neubaustrecke kommt. Darüber haben Herr Bauer und ich gerade eine Wette über 6 Flaschen Rotwein abgeschlossen. Ich behaupte, sie kommt nicht. Gut, aber das genügt nicht. Sie müssen sagen, für den Fall, dass es nicht kommt, Sie können nicht einfach behaupten, die kommt so sicher wie Pfingsten nach Ostern. Sondern Sie müssen sagen, für den Fall, dass sie nicht kommt, haben wir folgende Verbesserungen vor. Aber wir müssen doch nicht die Alternativen vorschlagen für Sie. Also, da müssten die ja 2 Lösungen vorschlagen. Ich bin ja froh, dass mal eine da ist, nicht? Man kann ja auch schlecht, sagen wir mal, eventualiter nun etwas darstellen, nicht? Sondern wenn Sie damit ein Problem haben, ich sehe das ein, nicht wahr, dass Sie halt. Und Herr Kretschmann hat ja völlig offen gesagt, nicht wahr, dass er die Sache möglicherweise für sich genommen per se für gar nicht schlecht hält, aber er hält es eben für aus Kostengründen nicht für realisierbar und auch im Kosten-Nutzungs-Verhältnis eben auch nicht verantwortbar. So die Lösung, die jetzt von den Projektbefürwortern vorgeschlagen wird, und dann wird Ihre Seite ja irgendwo landen bei einer Optimierung der Bestandsstrecke, also der Strecken, die wir jetzt schon haben, oder mit den Alternativen, die ich auch schon gesehen habe. Dieser Streit ist relativ, wenn Sie mal sagen, was wäre, wenn, nicht wahr, diese Wenn-Frage, wenn die Katze ein Pferd wäre, könnte man die Bäume hochreiten. Nicht? Insofern führt es also nicht sehr viel weiter, sondern wir fangen jetzt einfach mit dem Vorschlag an, der Projektbefürworter, Schnellbaustrecke Ulm-Wendlingen, und gehen da jetzt Argument für Argument durch, und dann müssen Sie jedem erklären, warum Sie das für falsch halten. Und dann müssen Sie mit Gegenfragen rechnen, was halten Sie für richtig. Und vergibt sich aus der Addition, nicht wahr, der Antworten auf die Gegenfrage dann fast automatisch dann das Konzept, das Sie vertreten. Könnte ja der Fall sein. Nicht? Theoretisch, mal von der Finanzfrage abgesehen. Bitte schön, Herr Käfer. Nochmal zum Verfahren. Das, was ich verstanden habe heute Vormittag, ist, wir haben keinen Dissens, dass eine Schnellfahrstrecke kommen soll.
Deswegen glaube ich, dass wir die Ab... Ach, Sie sagen nein, aber... Wir haben keinen Dissens, dass es zu einer Beschleunigung kommen soll. In dem Korridor von Stuttgart nach Ulm und München. Was heißt so eine Beschleunigung? Wie schnell? Ja, dass die Strecke schneller werden soll. Und wie viel schneller? Darüber müssen wir uns dann unterhalten, wenn wir wissen, was es kostet. Die war schon mal 20 Minuten schneller. Redet sich ja klar. Ich meine, wenn man Geld in Hülle und Fülle hat und einen Geldscheißer, dann braucht man sich um solchen Fragen nicht kümmern. Das ist aber nicht der Fall. Also müssen wir fragen, was wir mit absehbaren Mitteln ein Optimum erreichen, und dann kann man sich bei knappen Ressourcen nicht an irgendwelchen Maximas festhalten. Das interessiert Sie vielleicht nicht von der Bahn, aber wir finanzieren das Projekt mit 950 Millionen, was ich für verfassungswidrig halte, und da muss ich meiner Kontrollaufgabe als Parlament vorankommen und fragen, ist das darstellbar oder gehen wir in ein finanzielles Desaster? Das sind ganz reelle Fragen. Das ist nicht irgendein Larifari. Das ist unser tägliches Brot. Darum geht es in Zukunft. Herr Kretschmann, aber das ist nicht Gegenstand der heutigen Diskussion. Nicht wahr? So ist das. Da hat er ja völlig recht. Nicht? Die Finanzierungsfrage, die müssen wir erörtern. Nur behauptete die andere Seite, sie hätte zwar nicht Geld wie Dreck, aber auf jeden Fall genügend, um die Bahn, die Schnellbaustrecke oder was sagst du mal, die Neubaustrecke zu bauen. Die sagen ja, sie haben genügend Geld. Sie haben noch nicht mal die 860 Millionen mehr und wollen schon rumfeilschen. Das ist übernächste Mal, steht es zur Debatte. Jetzt geht es darum, nicht wahr, welches Projekt, dass das hier vorgetragen wird oder jenes, das noch nicht vorgetragen wurde, das aber möglicherweise noch vorgetragen werden kann. Welches Projekt dient der Verbesserung des Personenverkehrs, einer besseren Verlagerung des Verkehrs vom Auto, von der Autobahn und vom Flugzeug auf die Schiene, auch aus ökologischen Gründen? Mit welchem Projekt kann man einfach schneller, jetzt sagen wir, von Mannheim nach Ulm oder München kommen. Ja. So, das wollen wir jetzt vielleicht mal miteinander diskutieren. Das kann man doch. Nicht? Wobei unter Einbeziehung, nicht wahr, möglicher Alternativvorschläge, die hat Herr Rössler unterbreitet hat, zumindest in Grundzügen, das kann man doch mal miteinander erörtern. Und wenn nachher die Zeitdifferenzen, die Gewinne, nicht wahr, die also zeitlich dabei erkennbar sind, bei plus minus 5 Minuten liegen oder 10 Minuten liegen, nicht wahr, dann kann man von daher sagen, also gut, es lohnt sich nicht. Und wenn bei der Alternative, die jetzt diese Seite vertritt, auf die Dauer plausibel über 1 Million Autofahrer plötzlich mit der Bahn fahren, nicht wahr? Und die Geislinger Steige verfahren haben, sagen wir mal, plus 10.000 Leute mehr die Strecke hoch, dann liegen die Argumente eher auf dieser Seite. Also das kann man doch mal miteinander erörtern, nicht? Was dann einfach sinnvoller ist, unabhängig jetzt von der Finanzierung. Nicht? Die Finanzierung ist natürlich letztendlich das Entscheidende, das ist auch keine Frage. Nur bislang, und das wollen wir wollen ja die Finanzierungsfrage prüfen, deswegen haben wir gerade ein bisschen länger gebraucht, weil wir da auch ein Verfahren brauchen, damit wir Ihnen etwas bieten können, was man überprüfen kann. Und wenn man dann zu der Auffassung kommt, ja, realistischerweise kostet das insgesamt, liegt glaube ich bei 2,9 Milliarden jetzt, kostet das 8 Milliarden oder so, nicht? Dann kann man ja vielleicht auch hier zu der Empfehlung kommen, bauen wir die Sache lieber nicht. So, das kann ja sein. Aber jetzt müssen wir erst mal wissen, was richtig ist. Also wenn die eine Strecke dem Ziel mehr von der Straße weg und mehr auf die Schiene und es muss schneller gehen. Das liegt auch und je schneller es geht, desto mehr Leute kriegt man von der Straße weg auf die Schiene und vom Flughafen weg und so weiter und so fort. So, das kann man jetzt auch mal miteinander erörtern. Das ist ja auch für die Leute interessant.
glaube, gerade die Strecke, die ist auch überschaubar, diese Debatte, nicht wahr, mit der Eisenbahn, dass sie schneller fährt und wie die fährt, nicht wahr, ist hochinteressant, da die Alp hoch, nicht, und das wollen die Leute auch ganz gerne hören und wissen, welche Vorstellungen da sind. Und deswegen, wenn Sie damit einverstanden sind, fangen wir jetzt einfach an, nicht? Frau Dahlbender. Ich möchte gerne Herrn Hickmann das Wort geben, dann Herrn Bodak genau zu dieser Fragestellung. Also das ist eine Fragestellung, womit wir anfangen. Ja, bitte schön. Wer fängt da an? Zu Ihrer Prämisse. Wir können mal so anfangen, aber wir sagen gleich, das ist natürlich aus unserer Sicht etwas verkürzt. Denn wenn ich sehr viel Geld in die Hand nehme, kriege ich am Schluss immer die Lösung, wo die Reisezeitengewinne für diese Strecke die größten sind. Aber es ist aus unserer Sicht der Porsche. Die falsche Fragestellung. Kaufen wir nicht vielleicht statt einem Porsche 3 Golfs oder 4 und haben dadurch einen größeren Nutzen, Verkehrsnutzen mit dem gegebenen Budget? Herr Kretschmann hat es angesprochen. Wir haben knappe Ressourcen. Und wie viel Bahn können wir uns dafür leisten? Muss es dann der Porsche sein oder kaufen wir uns lieber 4 Golfs? Das ist unsere Fragestellung. Allein die isolierte Betrachtung, ist der Golf oder der Porsche besser, führt immer zu einem eindeutigen Ergebnis. Ja, aber um diese Frage entscheiden zu können, muss es sowohl einen Porsche geben wie einen VW Golf. Sonst kann ich das ja nicht entscheiden. Und genau das wollen wir jetzt hören. Nicht? Die einen begründen jetzt ihren Porsche und sie sind noch bei der Konstruktion des VW. Waren jahrelang für die Neubaustrecke. Daraus ergibt sich schon, dass wir das einsehen. Und wären wir ja nicht für die Neubaustrecke gewesen. Ich habe die Gründe erläutert, warum wir sie in Frage stellen, Herr Geisler. Nicht an sich, und wären wir ja nie dafür gewesen, sondern unter anderen Randbedingungen. Okay, also dann haben Sie im Prinzip ja gegen die Neubaustrecke nichts einzuwenden. Das sagen Sie ja selber nicht, sondern Ihr Kritikpunkt sind die Kosten. Ja, Kosten, ja gut, Kosten nutzen, ist klar. Bitte schön. Herr Name ist Bodak. Zur Anregung in dieser Diskussion möchte ich zwei Dinge sagen. 1995 ist man sozusagen in der Golf-Ära zur Bundesbahnzeit noch mit dem Fahrplan der Bundesbahn 23 Minuten schneller von München nach Stuttgart gefahren als heute. Dann werden Sie sagen, die Baustelle Olching und Augsburg, das kostet 3 oder 4 Minuten und der Halt in Pasing kostet 4 Minuten. Das ist richtig. Es bleiben aber immer noch etwa 14, 15 Minuten, die Bundesbahn mit den gleichen Zügen schneller gefahren ist als heute. Das ist der erste Punkt. Und es gibt eine Reihe anderer Strecke. Von Hamburg nach Basel brauchen Sie heute mehr als 30 Minuten länger als vor 15 Jahren, als die, sag ich mal, die Fahrpläne dieser altmodischen Bundesbahn noch galt. Und da liegen nämlich die Kreativitätspotenziale, dass man nämlich mit geringem Aufwand, mit einer zuverlässigen Betriebsführung, und zwar, und das soll niemand behaupten, dass das damals unpünktlicher war als heute. Die Bahn war, die Bundesbahn war auch nicht immer pünktlich, aber jedenfalls nicht unpünktlicher als heute. Ein zweiter Punkt, Herr Käfer. Wir saßen vor etwas mehr als einem Jahr bei Ihnen im Büro. Und ich möchte das deswegen sagen, weil das Thema Kreativität und Kosten angeht. Da hat eine Bürgerinitiative unter Zustimmung aller Gemeinden an der Strecke von Ebensfeld nach Erfurt, das ist die Neubaustrecke, also die Magistrale Nürnberg-Berlin, auf dieser Strecke 25 Kilometer alternativ planen lassen. Und bei dieser Alternativplanung wurden so viele Tunnel und Kunstbauten eingespart, dass man nachweislich, wirklich plausibel 500 Millionen Euro einsparen kann. Und das haben wir Ihnen versucht vorzutragen. Da haben Sie gesagt, ich weigere mich, dies überhaupt entgegenzunehmen. Ich werde diesen Vorschlag nicht ansehen und nicht entgegennehmen. Und das hat mich als Bürger außerordentlich empört. 500 Millionen, das ist ja reines Bundesgeld, anzuschauen, das hat mich wirklich empört und hat auch dazu geführt, dass ich jetzt hier mit am Tisch sitze. Ja, aber deshalb. Okay, aber es haben Sie Ihrer Empörung Ausdruck gegeben und zögere es etwas, dem Herrn Käfer darauf das Wort zu erteilen, damit er diese Empörung widerlegt. Aber es war eine Frage.
Ja, Herr Käfer, bitte schön. Also, mir raus. Kurze Replik drauf. Ich kann mich an den damaligen Besuch ganz gut erinnern, Herr Bodak. Was Sie hier in den Raum stellen, ist, dass Ihre Planung 500 Millionen Einsparung bringt. Jetzt will ich mal sagen, was die Faktenlage ist. Es gibt dort, beziehungsweise es gab zu dem damaligen Zeitpunkt dort, eine beschlossene Planung, ein planfestgestelltes Verfahren. Die ganze Geschichte war in Bau. Das heißt auf gut Deutsch, die Sache war von vornherein im Laufen und war in der Umsetzung. Und Entschuldigung, Sie setzen voraus, dass die 500 Millionen Einsparung tatsächlich realisierbar sind, was ich absolut in Abrede stelle. Das ist eine Behauptung. So, und Moment, Sie reden jetzt aber von Thüringen. Ja, ja, ich rede von diesem Fall. So, und, ja, und Thüringen. Wissen Sie, wir haben gerade in dem Planfeststellverfahren und in der Prüfung durch das Eisenbahnbundesamt selbstverständlich das Thema Wirtschaftlichkeit immer auf der Tagesordnung. Und es werden grundsätzlich die Varianten und die Alternativen geprüft. Und wissen Sie, wir werden häufiger angesprochen, dass man es so oder so oder so besser machen könnte. Bloß eines mache ich nicht. Wenn diese ganzen Diskussionen über Jahre hinweg geführt worden sind, dass ich dann, und ich bin dann im Bau, dass im Bau jemand eine ganz tolle Idee bekommt und dann stellen wir die Bauwerke ein, die Planfeststellverfahren ein und so weiter. Wissen Sie, das ist ein Abschnitt, Sie sagten es, von 25 Kilometern. Wenn dieser Abschnitt von 25 Kilometern um Jahre verzögert wird, dann können wir die Neubaustrecke dort nicht in Betrieb nehmen, nicht fahren. Und das geht schlichtweg nicht. Also ich sag mal, wir haben bestimmte Verfahren in Deutschland und an diese Verfahren müssen wir uns irgendwo auch halten. Und also wir schließen jetzt genau. Und dieses Thema Thüringen so, und darf wird jetzt abgeschlossen und Herr Geisler, wir wenden uns wieder Ulm-Wendlingen zu. Jawohl. Die kürzere Reisezeit zu dem damaligen Zeitpunkt. Dazu bitte Herr Leuschel. Herr Professor Bodak, was Sie gesagt haben, ist... Was ist? Sie haben sich das Wort. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Nein, die Frau Gönner hatte sie. Und dann kommen Sie. Aber äußern Sie sich doch bitte nur noch zum Verfahren, damit wir jetzt wissen, also, wie wir anfangen können. Mein Vorschlag ist klar, wir fangen jetzt an mit der Darstellung, nicht wahr, von Herrn Käfer, der Bahn, nicht wahr, und Sie antworten darauf und zerpflücken diese Vorstellung nach Strich und Faden, nicht wahr, und dann wird wieder dagegen gefragt. Ich würde... Falls es gelingt, bitteschön. Ich würde, weil Sie ja gesagt haben, gern zum Verfahren einige Bemerkungen machen, würde dann aber schon darum bitten, dass der Herr Leuschel auf die konkreten Fragen, was das Thema Fahrzeiten angeht, die konkreten auch antworten darf, weil das hatten wir gerade. Ja, wollen zunächst Sie jetzt zu den Fahrzeiten? Zunächst zum Verfahren, genau. Aber doch nicht jetzt. Nein, ja, doch schon, weil gerade eben das auch als Behauptung aufgekommen ist. Mit Thüringen? Nein, nicht Thüringen, sondern die Strecke Wendlingen-Ulm. Die Strecke München bis Stuttgart, die verlängerte Zeit. Leute, das machen wir gleich. Ja, wir kommen zum Verfahren etwas sagen. Zum einen lege ich auf eines Wert, weil jetzt immer wieder gesagt wird, es ist nicht unsere Aufgabe und da müssen im Übrigen Ersatzplanungen vorliegen. Wir unterhalten uns gerade nicht auf theoretischer Basis, sondern wir haben in Teilen fertige Planfeststellungsbeschlüsse, in anderen Bereichen die Erörterungstermine vollständig abgeschlossen. Das heißt, in diesen Verfahren sind etwaige Alternativtrassen jeweils geprüft worden. Das halte ich für wichtig und notwendig, auch deutlich zu machen, wenn von Seiten der Kritiker gesagt wird, es ist nicht unsere Aufgabe, dann zu sagen, wo wir das Ganze machen. Zweite Bemerkung, als wir uns heute Morgen mit den strategischen Überlegungen konkret beschäftigt haben, wurde uns vorgehalten, dass wir etwas annehmen, was gar nicht Ihre Planung sei und trotzdem gehört es zu den strategischen Überlegungen. Also wir haben uns ganz bewusst auch damit schon befasst, weil es, glaube ich, wichtig ist, den Bürgerinnen und Bürgern draußen deutlich zu machen, was entsprechende Alternativen bedeuten, also der Porsche versus der VW, wenn ich das einfach so aufnehmen darf, der Golf, weil das, glaube ich, ein gutes Beispiel ist. Und drittens, ich würde bitten, ich erinnere mich zwar, Herr Geisler, dass Sie bei der ersten Sitzung gesagt haben, wir wollen keine Historie aufarbeiten. Nichtsdestotrotz glaube ich, wäre es an dem Punkt hilfreich, wenn man vielleicht dem Professor Heimer einmal das Wort geben würde, weil er sich, glaube ich, mit am besten erinnert, was denn alles an entsprechenden Alternativen auch jeweils überprüft worden ist, weil ich das Gefühl habe, es könnte für die weitere Diskussion uns durchaus hilfreich sein.
Da müssen wir alle Alternativen diskutieren. Also Herr Heimel, das ist alles, nicht wahr, in aller Verehrung, nicht? Aber vielleicht sollten wir jetzt doch dem konkreten Projekt uns zuwenden und dann kann man ja immer noch im Zusammenhang bei dem oder anderen Punkt eine Alternative diskutieren. Sonst kommen wir, ich habe ja, wie heißt sie eine, Kartian, Travi? Tritian. Das war auch ein Ingenieur. Ein Planer dabei. Planer, nicht? Also Tritian haben wir, Heimel ist klar, nicht? Das ist die H-Version, die H-Trasse. Und jetzt reden wir mal über die H-Trasse. Ihre Trasse reden wir jetzt. Also, dann schlage ich vor, dass wir, ich lasse jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu, sonst kommen wir nicht weiter. Wir nehmen jetzt die Folie vom Herrn Käfer. Dritte Fachschlichtung, Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm. Und da kommt die erste Folie. Ist da jemand da, der da mitmacht? Da geht es um Wachstum Personenverkehrsnachfrage. Sollen wir das erörtern? Ja. Das sind alles so, ja? Ja, bitte. Haben Sie Interesse dran? Also okay. Sie lesen das und danach... Das sind also die Personenverkehrsnachfrage zwischen den Metropolen. Es kommt wieder neu, Metropolen. Also gut, das sind Beispiele. Ja, gut, wer möchte sich dazu melden? Ich würde gern. Ja, bitteschön, Herr Lieb. Wir sehen also, Herr Dr. Geisler, dass insgesamt in den nächsten Jahren ein Zuwachs um 6% im Personenverkehr erwartet wird, bundesweit. Im Güterverkehr ist jetzt übrigens rund 50%. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Also Personenverkehrszuwachs relativ gering im Vergleich zum prognostizierten Güterverkehrszuwachs. Hier jetzt sind dargestellt zwischen Metropolen in Deutschland, Top 10 und Metropolen grenzüberschreitend. Wir haben vorher schon gehört bei der magistralen Diskussion, dass das Grenzüberschreitende zwar hier prozentual sehr stark steigt, aber in Zahlen selber, also in Personen, sehr gering ist. Ähnlich ist es beim Top 10 Deutschlandverkehr, auch hier zwar ein großer Zuwachs, aber das macht beim DB-Fernverkehr nur ungefähr 10% des DB-Fernverkehrs aus, der Verkehr zwischen den Top 10 Metropolen. Das wurde vor kurzem auch mal vom Statistischen Bundesamt dargestellt im Vergleich zum Flugverkehr. Also nur 10%, wo ich diesen Zuwachs habe. Und insgesamt also ist der Gesamtzuwachs dann nur auf einzelnen Relationen groß, macht aber insgesamt für die Gesamtverkehrsnachfrage gar nicht so viel aus. Insofern wird es nur überhöht dargestellt. Anzahl Personen sind hier relativ wenig. Sie meinen, dass der Zuwachs an Personenverkehr in ganz Deutschland auf allen Bahnstrecken nur 10% betrifft? Ja, genau. Also die 6% ist der Zuwachs im Personenverkehr insgesamt in ganz Deutschland. Natürlich wird das Zehnfache angenommen, das Wachstum zwischen den großen 10 Städten, den 10 Metropolen. Aber diese Verkehre zwischen genau 10 Metropolen in Deutschland macht nur 10% des DB-Fernverkehrs überhaupt aus. 90% findet nicht zwischen diesen 10 Metropolen statt, sondern findet in der Fläche irgendwo anders statt. Ja, das ist richtig, aber darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja jetzt nicht über die Strecke Landau-Gottram-Stein-Hauenstein. Nein, das ist ja kein Fernverkehr. Oder hinter Weidenthal. Das ist ja kein Fernverkehr. Sondern wir reden doch jetzt über unsere Strecke. Genau. Ich war die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen. Ganz genau. Und da sind ja solche Aussagen relevant. Auch da sind Ulm. Ulm nur mit Mühe und Not als Metropole bezeichnet werden kann. Das ist richtig, aber ich wollte damit ja nur zum Ausdruck bringen, dass wenn ich zig Millionen Fahrgäste habe, auf diesen Metropolenregionen sehr wenige trotzdem nur unterwegs sind. Gut, aber jetzt sind wir ja bei Metropolen. Etwas ganz Neues, also die Magistrale, nicht wahr, die nationale Magistrale oder baden-württembergische Magistrale zwischen, was haben wir, Stuttgart-Wien, nein, Stuttgart-München. Nicht, stimmt es oder stimmt es nicht? Streiten Sie das? Dann gehen wir zur nächsten Folie über. Verstehen Sie das? Wir reden jetzt über Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, München, Mannheim. Das sind aber auch Mutmaßungen, nicht wahr? Sie extrapolieren halt irgendwas. Nicht, also die Ursache, meinen Sie jetzt diese Folie? Die andere.
Nein, nein, die Zahlen, die dort angegeben sind, sind entnommen einer Studie, die das BMVWS in Auftrag gegeben hat. Das Bundesverkehrsministerium. So, jetzt, ja. So, das heißt, das sind Zahlen, die nicht von uns kommen, sondern die sind vom Bundesverkehrsministerium beauftragt worden. Ja, deswegen ist so lange das richtig. Nö. Das ist richtig, Herr Geisler. Das muss deswegen nicht richtig sein. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es nicht von uns gefärbt ist. Das Zweite ist, ich halte es für richtig, das etwas schärfer zu fassen, denn die Frage ist, wird das geglaubt oder nicht? Und nicht, was ist die Interpretation daraus? Und was Sie vorgestellt haben, Herr Lieb, ist die Interpretation daraus. Und die Interpretation, die teile ich so nicht. Aber das war die Frage, ist die Folie richtig? Da sage ich, jawohl, die Folie ist richtig. Also insofern kann man diese Folie durchaus akzeptieren, als halt alles gemeint ist. Bahn, Flug, Auto und so weiter ist damit drin. Nicht? Bitte schön. Also nochmal zu dieser Folie. Die Folie ist sicherlich faktisch richtig. Wir meinen nur, sie ist irreführend. Ach so. Denn wenn wir 100 Reisende im Fernverkehr haben und der Lieb sagt, davon fahren nur 10 Reisende von diesen 100 zwischen den Top 10 Metropolen und das wächst um 60%, das hört sich wahnsinnig viel an, dann sind das hinterher 16 und ich habe insgesamt 106 Personen statt vorher 100. Wenn ich mich mit meinen Investitionen auf diese Relationen konzentriere, das stellen wir eben in Frage, ob es Sinn macht, sich auf dieses relativ kleine Marktsegment, in absoluten Zahlen kleine Marktsegment, zu konzentrieren mit der Ausbaustrategie, während die übrigen 90% vielleicht bei der Ausbaustrategie zu kurz kommen. Wir meinen, da könnte man vielleicht unterm Strich mehr Fahrgäste gewinnen. Das ist und mit diesen hohen Säulen suggerieren Sie hier, das ist der Markt, um den man sich kümmern muss, weil er am größten, stärksten wächst. Und wir sagen, er wächst zwar stark, aber er ist in absoluten Zahlen relativ gering. Darf ich da gleich darauf antworten, Herr Geisler? Ja, bitte schön, Herr Käfer. Herr Hegmann, ich stimme Ihrer Interpretation zu. Bloß in einer Sache habe ich eine andere Schlussfolgerung. Wir sehen ja, und damit haben Sie ja recht mit Ihrer Aussage, dass die Zuwächse im Regionalverkehr erheblich höher sind. Das ist der Fernverkehr. Und das, was Sie gerade sagten, stimmt, nur der Fernverkehr hat selbstverständlich gar keine andere Chance, als sich genau auf diesen Verkehr zu konzentrieren, weil das ist nämlich sein Markt und sein Geschäftsmodell. Das heißt, diese Darstellung ist genau die, wie Sie es eben sagten, genau die relevante für den Fernverkehr. Und es gibt für den Fernverkehr nichts anderes. Das, was Sie sagen, ist, wäre es nicht besser, sich auf etwas anderes zu fokussieren? Da sage ich, nein, wir machen ja in Deutschland beides. Wir machen Fernverkehr und wir machen Regionalverkehr. Aber nochmal, für den Fernverkehr ist das genau die relevante Darstellung, weil der Fernverkehr sich genau um den Verkehr zwischen den großen Städten kümmert. Das ist seine Aufgabe. Und das ist die Statistik für den Verkehr zwischen den großen Städten. Herr Setze dazu. Nochmal was, aber... Ja. Wenn Sie jetzt als Sprecher von DB Fernverkehr argumentieren, würde ich Ihnen zustimmen. Wir müssen aber, da hier in erster Linie Steuergelder für diese Neubaustrecke ausgegeben werden, fragen, wo, mit welcher Investitionsstrategie erreiche ich die meisten Schienenfahrgäste im Gesamtnetz? Und diese Frage muss sich die Politik stellen. Auf wenigen Prestigeprojekten, Porsches, oder durch die flächendeckende Versorgung mit Golffahrzeugen? Herr Eckmann, die Frage ist gestellt, das hat aber mit der Folie nichts zu tun. Einverstanden. Also die Frage ist ja durchaus berechtigt, nicht wahr? Weil ich meinem alten Wahlkreis auch gerne lieber habe, nicht wahr? Wenn endlich die Strecke Germersheim, Wörth, Landau, Pirmasens ordentlich ausgebaut wird und auch befahren werden kann, obwohl da die Brücken schon wackeln. Nicht? Da haben wir alle ein Interesse daran. Aber völlig unabhängig davon bleibt ja die Aufgabe, dass wir auch zwischen den Hauptstädten, den großen Städten, schnellere Verkehre haben, weil halt in dem Bereich auch die meisten Autos unterwegs sind auf den Autobahnen. Wir wollen ja die Autos ganz in ihrem Sinne, die war von der Straße runterkriegen auf die Schiene. So, nicht? Und
insofern streiten wir uns mal nicht um die Prozentsätze, sondern gehen einfach mal davon aus, dass in den Bereichen der Personenverkehr insgesamt zunehmen wird. Das legen wir uns auch nicht auf Prozentsätze fest. Können wir jetzt zur anderen Folie übergehen, Frau Dahlbender? Denn es kommt ja noch hinzu, dass hier die Behauptung aufgestellt wird, dass durch eine solche Neubaustrecke, wo schnell gefahren wird, sich das gleichzeitig auch auswirkt auf den Regionalverkehr. Dann wird auch von dort her mehr mit der Bahn gefahren als mit dem Auto. So ist jedenfalls die Behauptung. Das heißt also schon ein Konzept, das integral den Regionalverkehr mit berücksichtigt. Muss man nicht akzeptieren, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, spielt es eine Rolle. Also jetzt gehen wir rüber. Reisezeiten sind der Erfolgsfaktor für die Bahn im Wettbewerb mit Flugzeug. Und für unsere Diskussion spielt, für unsere Diskussion spielen der Flughafen Stuttgart, der Flughafen München, möglicherweise sogar der Flughafen Frankfurt, aber Mannheim auf jeden Fall auch, da gibt es auch was, Baden-Baden. Gibt es auch was? Zürich, nicht? Spielt also eine Rolle. Gut, dann beschäftigen wir uns jetzt mit dieser Folie. Da wird ja im Moment nur der Ist-Zustand gezeichnet. Wird der Ist-Zustand bestritten? Oder ist es so? Das ist der Ist-Zustand. Die Folie ist durchaus richtig, aber auch hier sind ja das mit den zwei Pfeilen Berlin-München, wird ja aufgezeigt, was zukünftig sein wird mit der Neubaustrecke von Halle nach Nürnberg. Köln-München, sagt es hier, ist schon erreicht, hier jetzt in den rund 4 Stunden. Die Frage ist ja an der Stelle, wo ist denn hier überhaupt die Aussage bezogen auf Stuttgart-Ulm? Welche Strecke wird denn hier tatsächlich verkürzt durch Stuttgart-Ulm auf eine Reisezeit von 3 Stunden, damit wirklich eine Verlagerung vom Flugverkehr auf die Schiene stattfindet? Bitte nennen Sie mir Strecken, wo Sie durch die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm tatsächlich die Fahrzeit von bisher mehr als die 4 Stunden auf jetzt rund 3 Stunden oder bringen, um hier tatsächlich Flugverkehr zu verlagern. Also zwischen welchen Flughäfen? Also, bitteschön. Herr Leuschel. Dem ist mit zugrunde gelegt, die Neubaustrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar. Wir haben zugrunde gelegt, ich glaube, die Sinnhaftigkeit dieser Strecke wird ja nicht bestritten, dass sie notwendig ist. Wir haben heute 3 zweigleisige Strecken zwischen dem Bereich Mainz, Wiesbaden, Frankfurt im Norden, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg im Süden. Und diese Strecken kommen an den Rand ihrer Kapazität. Wir brauchen da zusätzliche Kapazität. Das ist, glaube ich, unstrittig. Wir haben die Schnellstrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar unterstellt. Wir haben mit unterstellt Stuttgart 21 mit Wendlingen-Ulm. Und dann kommen wir zu dieser Verkürzung, die deutlich unter dem ist, was wir heute haben. Und also unter Einbeziehung des Rhein-Main-Gebietes? Ja. Ja gut, das haben wir aber noch nicht. Aber Sie unterstellen es mal, dass Sie dabei kommen. Nur das wollen wir mit der Folie sagen. Okay. Ich habe noch mal eine Frage auch zu dem Flugverkehr. Und zwar möchte ich fragen, woher Sie die Annahme nehmen, dass Sie tatsächlich Flugverkehr durch die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm einen Beitrag leisten, Flugverkehr auf die Schiene zu verlagern, und wie Sie die Überlegungen berechnet haben und Aussagen dazu haben, dass Sie im Gegenteil die Annahme des Flugverkehrs nicht steigern. Wenn Sie nämlich viel schneller zum Flughafen Stuttgart führen können, und ob Sie vergleichende Verkehrsprognosen dazu gemacht haben und wie die aussehen. Und die Bedeutung des Landesflughafens Stuttgart liegt ja vor allen Dingen im Mittelstreckenverkehr und nicht im internationalen Flugverkehr. Und auf welchen Relationen erfolgt dann vorrangig der Flugverkehr und wo konkurriert dieser mit den zukünftigen Hochgeschwindigkeitsstrecken, die Sie dann wieder veranlassen, auch zu sagen, diese beschleunigte Strecke dient dazu, vom Flugverkehr
mehr Menschen abzuziehen und auf die Schiene zu verlagern. Ja, Sie müssen ja damit rechnen, dass Sie durch die Beschleunigung der Zuführung, die Sie bauen, eher einen gegenteiligen Effekt haben, dass Sie nämlich mehr Leute auf den Flughafen führen, zumal, und das hängt damit im Zusammenhang, ja gleichzeitig der Ausbau der A8 und der Ausbau der B10 geplant wird. Also dann meine Folgefrage an Frau Gönner, ob Sie, wenn Sie denn diese ganzen Ziele des Personenverkehrs verlagern vom Flugverkehr auf die Schiene, parallel dazu verzichten auf den sechsspurigen Ausbau der A8 und der B10, damit das Ganze in sich wieder stimmig ist. Denn ich kann nicht beliebig Verkehrswege ausbauen. Herr Rockenbauch. Also wir haben ja die klare Aussage und die Diskussion auch schon mal gehabt. Fundel sagt es klar, 1,2 Millionen mehr Fluggäste gibt es. Aber trotzdem, die Folie suggeriert wieder etwas, was ich gerne klarstellen möchte. Sie machen jetzt hier wieder auf, die Reisezeit ist entscheidend für die Verlagerung zum Flugzeug. Ja, das mag ja sein. Wir sagen aber wieder, das ist nicht die zentrale Aufgabe einer sinnvollen, nachhaltigen Bahnpolitik. Allein nur wieder die Hochgeschwindigkeitsgeschichten zu betrachten zwischen den großen Städten. Wir wollen, und deswegen machen wir ein K21, und das ist auch eine wesentliche Kritik an dem, was wir unter Kosten nutzen. Wir wollen eine Bahnpolitik für dort, wo die Hauptreisenden sind. Und da geht es eben nicht um die Verlagerung und die Konkurrenz zum Flugverkehr, sondern vor allem um den Verkehr in der Fläche. Wir kommen ja zum Glück irgendwann mal noch zur Leistungsfähigkeit eines vernünftigen Kopfbahnhofes. Das ist unser Ziel. Das jetzt hier ist ein Nebenschauplatz, der entschieden eigentlich ist mit den 1,2 Millionen mehr Fluggästen, gewinnen Sie hier keinen nennenswerten ökologischen Vorteil. Frau Gönner. Ich würde gern zuerst dem Herrn Leuschel das Wort geben zur Beantwortung und dann auf die Frage von der Frau Dahlbender, die konkret an mich gegangen ist, antworten. Herr Rockenbauch, wenn Sie sagen, das ist ein Nebenkriegsschauplatz, dann müssen wir feststellen, dass andere europäische Länder wie Frankreich, Belgien, Spanien, jetzt insbesondere Italien, dass die sich nur auf Nebenkriegsschauplätzen bewegen. Die haben ein Hochgeschwindigkeitsnetz ausgebaut, was wesentlich größer ist als das in Deutschland, wenn ich Frankreich nehme, haben große Erfolge. Wenn Sie heute in einer Stunde und 58 Minuten von Brüssel nach London fahren und auf die Art und Weise den Luftverkehr dort nachhaltig eliminiert haben, wenn Sie heute in 2,5 Stunden, ich komme zu Stuttgart, von Paris nach London fahren und der Luftverkehr dort mehr als um die Hälfte reduziert ist, dann ist da wohl etwas dran. In Deutschland, Herr Rockenbauch, ich komme zu Stuttgart. In Deutschland haben wir Beispiele, wo wir Schnellstrecken in Betrieb genommen haben. Da nehme ich mal Köln-Frankfurt mit der 1 Stunde. Seitdem wir dort mit 300 km/h über die Westerwald-Taunus-Höhen fahren, hat sich enorm vieles beim Arbeitsmarkt getan. Es gibt Pendler, die im Rhein-Main-Gebiet leben und heute in Köln und Düsseldorf arbeiten, umgekehrt. Dasselbe haben wir zwischen München und Nürnberg erfahren, seitdem wir dort in 1 Stunde fahren von München. Ja, aber jetzt reden Sie wieder über was anderes. Wenn wir hier... Jetzt reden Sie bitte über die Pendler, ja, aber wir wollen ja eine Aussage hören, nicht wahr, wie ist die Konkurrenz zum Flugzeug? Und in dem Moment... Sie etwa sagen, wie sich die Frankfurt-Strecke Frankfurt, also Frankfurt-Köln ausgewirkt hat auf die Flugverbindung Köln-Frankfurt. Da gibt es keinen Luftverkehr mehr, Köln-Frankfurt. Das ist ja eben gekommen durch diese Verbindung, wie Hamburg-Berlin auch. Ich kann es beliebig fortsetzen in Deutschland. Und durch Stuttgart 21 mit der Schnellstrecke Wendling-Ulm wollen wir über den Daumen eine halbe Stunde gewinnen. Das heißt, wir kommen in die 3,5-Stunden-Range, wo wir heute noch 4 Stunden fahren, von München aus gesehen. Schauen Sie mal, was München ist, der drittgrößte Flughafen in Deutschland. Zweitgrößte Flughafen, ja, die anderen habe ich, glaube ich, 3 zusammengezählt, nämlich in Berlin, oder 2. München ist einer der bedeutendsten Flughäfen Deutschlands. Und wenn wir in Gebiete, wo die Menschen hin müssen aus dem Raum München, nämlich Rhein-Main, Rhein-Neckar, wenn wir dort eine halbe Stunde schneller waren, da kippt was vom Flugzeug in die Schiene. Das haben wir halt überall erlebt. Das kann doch... Da stimmt doch also, auf der Folie da nicht. Entschuldigung. Ja, bitteschön. Also kann man wenn das Sie mal, gerade eben sagen, kann, die Frau Gönner, Entschuldigung, ja. Ja, vielen Dank. Also zunächst mal hatten wir, wenn ich mich daran erinnere, genau diese Folie beim letzten Mal auch bereits.
hatten uns dann im Übrigen darauf geeinigt, dass es tatsächlich so ist, je kürzer die Fahrzeit, desto eher der Umstieg auf die entsprechende Destination des Zuges. Im Übrigen, jeder prüfe sich selber. Ich kann Ihnen sagen, ich fahre von Stuttgart nach Köln nur noch mit dem Zug, weil alles andere gerade aus Stuttgart heraus auf den Flughafen wenig Sinn machen würde. Also insofern glaube ich, dass man genau an solchen Beispielen das auch deutlich machen kann. Zum Zweiten, Frau Dr. Dahlbender, die Frage, die Sie gestellt haben, die war ja dann direkt an mich gewandt, hinsichtlich der Frage Ausbau der A8. Wissen Sie, ich tue mir insofern ein bisschen schwer, als Sie mir viele hypothetische Fragen stellen. Zunächst mal stellen wir fest, Sie sagen nicht, wie Sie eine Neubaustrecke haben wollen. Sagen Sie nicht, sondern Sie sagen nur, die geplant ist, wollen wir nicht. Ihr seid zuständig, eine andere neu zu machen. Wie lange das dauert, interessiert Sie dann auch nicht. Deswegen finde ich auch diese Frage sehr hypothetisch. Zweite Bemerkung, Sie zweifeln alle Daten an, die wir dann auch entsprechend geben, was die Verlagerung angeht. Im Übrigen ist mir es wichtig zu sagen, dass es für jemanden, der aus Ulm jeden Tag nach Stuttgart geht, ein deutlicher Gewinn an Lebensqualität ist, wenn er eine halbe Stunde weniger braucht. Und Sie wissen, dass ich in Ulm wohne. Das weiß ich. Ich habe gerade überlegt, ob ich sagen soll. Deswegen bin ich Ihnen dankbar für diesen Zwischenruf. Ich bin überzeugt, Sie freuen sich auch, wenn Sie in Zukunft dann doch insgesamt bei Hin und Rück eine Stunde weniger brauchen, weil Sie die Stunde sicher auch sinnvoll einsetzen können. Und zum Dritten geht es um die Frage, wie gelingt es uns dann? Und Sie zweifeln im Übrigen ja auch die Zahlen zum Güterverkehr an. Also das Problem ist, Sie zweifeln alles an, um anschließend die Frage zu stellen und verzichtet er dann auf den Ausbau der Autobahn. Und ich bitte um Verständnis, solange Sie nicht bereit sind, diese Zweifel zurückzunehmen, dass ich Ihnen auch nicht sagen kann, ich verzichte auf diesen Ausbau. Also bevor ich jetzt das Wort weitergebe, ich bleibe beim Thema, während dauernd abgewichen wird. Wenn wir jetzt die Neubaustrecke haben, Ulm-Wendlingen, um wie viele Minuten schneller bin ich dann von Stuttgart in München im Vergleich zum Flug Stuttgart-Flughafen, Flughafen München? Das ist doch zunächst mal hier unser Thema. So kann das jemand sagen. Was spart man? Eine halbe Stunde? Knapp eine halbe Stunde. Ja, Sie müssen aber dann noch zum Flughafen München mit der S-Bahn. Und das ist mit einberechnet. Ich bin mir nicht sicher, ob man von Stuttgart nach München fährt, um von dort zu fliegen, oder ob man von Stuttgart nicht eher nach Frankfurt fährt mit dem Zug, um von dort zu fliegen, weil ich die besseren Flugverbindungen von Frankfurt aus habe. Ja, aber wir sind im Moment bei der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen. Wir sind bei der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen. Hallo. Verstehen Sie, wir sind bei der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen und jetzt steht hier zur Debatte. Aber ich will nicht nach München zum Flughafen, deswegen geht es darum. Wenn ich nach München in die Innenstadt will, dann ist es tatsächlich so, dass ich deutlich schneller in der Innenstadt bin. Ja, das kann ja sein, aber es wird ja hier gesagt, wenn wir die Neubaustrecke bauen, dann entsteht eine echte Konkurrenz zu der Flugverbindung Stuttgart-München. Nein, München. Bitte? München, Moment, München, ja, was hat es mit unserer Neubaustrecke zu tun? Die verkürzt die Reisezeit, unterstellt, dass in Zukunft die Leute von Frankfurt über Mannheim, Stuttgart, Ulm nach München fahren und sie die Strecke über Nürnberg so lassen, wie sie ist. Ist es so? Darf man dazu kurz was? Bitte schön. Also wir haben vor kurzem schon einen Sprinterzug gehabt, einen ICE-Sprinter von Köln nach München mit 4 Stunden Fahrzeit. Insofern ist Ihre Darstellung, dass man knapp 5 Stunden von Köln nach München braucht, nicht korrekt. Den habe ich auch wieder eingestellt, weil die Nachfrage zu gering war. Na, weil der Fahrplan technisch nicht durchzubringen ist. Aha. So, und jetzt haben wir Ihre Darstellung, wir würden auf knapp 4 Stunden kommen, von Köln nach München über Stuttgart, habe sie gerade erklärt, nur wenn man Mannheim-Frankfurt auch ausbaut, und ich sage es dazu, und wenn man an Mannheim vorbeifährt, ist das richtig? Und dieses Mannheim-Vorbeifahren, da ist ja die Landesregierung strikt dagegen. Wir sollten jetzt die Themen nicht miteinander vermischen. Also die Umfahrung Mannheim stand bisher nicht auf der Tagesordnung. Aber eines haben wir immer gesagt. Bei unserem Konzept kann man sowohl als auch fahren. Und wir wollen mehr als nur 3-4 Züge zwischen Köln und Frankfurt, Mannheim fahren. Aber für Ihre Fahrzeitenberechnung ist es Voraussetzung. Ist es richtig? Man kann sowohl als auch mit und ohne fahren.
Also jetzt noch mal, damit es den Leuten klar wird. Wie lange fliegt man von Köln nach München? Wie lang? Eine Stunde. Und wie lang fährt man mit der Bahn, Porsche-mäßig, von Köln nach München, und zwar über Mannheim, Stuttgart? Vier Stunden. Porsche-mäßig. In Zukunft von 300 Stunden. Knapp vier Stunden. Also drei Stunden länger. Ja. Gut, also ist die Strecke ja eigentlich konkurrenzmäßig? Die Rechnung, Herr Geißler, geht anders. Wie geht die denn? Wenn Sie fliegen, dann müssen Sie mindestens eine Stunde vor Abflug dort sein. Und Sie haben in aller Regel einen relativ weiten Anfahrtsweg. Was wir rechnen und was wir merken oder was wir auch wissen aus den entsprechenden Untersuchungen, ist, dass Sie im Vorfeld ungefähr 1,5 Stunden rechnen müssen. Ungünstiger im Vergleich zum Zug. Dann kommt eine Stunde oder eine gute Stunde Flug darauf. Dann sind wir schon bei 2,5 Stunden. Und dann müssen Sie Ihr Gepäck wieder rausnehmen und warten, bis Sie das Gepäck aus dem Flieger bekommen. Und bis Sie dann draußen sind aus dem Flughafen, vergeht eine weitere 1/2 Stunde, dann sind wir bei 3 Stunden. Und dann haben Sie in aller Regel, weil der Flughafen außerhalb der Stadt ist, nochmal 1/2 Stunde bis zum Zentrum. Das bedeutet, von Zentrum bis Zentrum ist die vergleichbare Zeit mit dem Flieger etwa 3,5 Stunden. Und das ist genau der Grund, warum wir diesen Bereich von 3 bis 4,5 Stunden als den angeben, wo die meisten Marktanteile hinzugewonnen werden. Und aus eigener Erfahrung, weil vorhin der Sprinter angesprochen worden ist, ich fahre zwischen Frankfurt und Berlin hauptsächlich mit dem Sprinter und fliege nicht. Der Sprinter fährt dort ungefähr 3,45 und ich bin von Stadtmitte zu Stadtmitte. Und das ist gegenüber dem Flieger praktisch die gleiche Zeit. Ich habe aber in der Bahn den großen Vorteil, dass ich arbeiten kann und nicht permanent beschäftigt bin. Das heißt, ich muss nicht durch Gates, ich muss durch keine Abfertigungen, ich muss nicht warten. Ich muss nicht warten, bis ich hochgeflogen bin, bevor ich das Notebook verwenden kann und so weiter. Und das ist normalerweise der Vorteil, den die Reisenden uns zugutekommen lassen. Selbst bei einer Reisezeitparität, also bei der gleichen gesamten Reisezeit in der Kette zwischen Flugzeug und Bahn, bekommen wir bei der Bahn immer noch einen Bonus, weil wir die ungestörte Zeit bieten, sodass insgesamt das der Hintergrund ist, warum wir zwischen 3 und 4,5 Stunden diese Marktanteile gewinnen. Ja, da ich das ständig praktiziere und ich das genauso berechne wie Sie, dürfen Sie aber nicht sagen, die Flugzeit zwischen Frankfurt und München beträgt 1 Stunde, nein, sondern müssen Sie gleich von vornherein sagen, es sind 3,5 Stunden. Da geben Sie nämlich völlig recht. Herr Geißler, ich möchte gerne folgenden Vorschlag machen. Das, was hier dargestellt ist auf dem Bild, ist lediglich die Abhängigkeit, wie schnell wir sein müssen, damit wir im Vergleich zum Flugverkehr die Marktanteile entsprechend gewinnen. Die Aussage ist richtig. Alles andere, was diskutiert wird, ist wieder Interpretation. Selbstverständlich. So, jetzt Gegenrede. Wer macht's? Frau Dahlbender? Nein? Der Hickmann, bitteschön. Alles, was Sie sagen, ist richtig. Objektiv wie auch subjektiv aus Ihren eigenen Erlebnissen heraus. Auch ich bin viel über lange Distanzen unterwegs und da gibt es diese Vorteile. Nur kann mir von Ihnen jemand sagen, wie groß der Anteil des Flugverkehrs ist am innerdeutschen Verkehr insgesamt? Können Sie da eine Zahl nennen? Also was wollen Sie genau wissen? Es sind 4 oder 5% des Verkehrsaufkommens in Deutschland, über die wir uns hier unterhalten. Und wir sagen, im Interesse einer effizienten Strategie zum Bahnausbau müssen wir es machen wie die Schweizer und flächendeckend ausbauen, weil wir uns um die 80% des Pkw-Verkehrs als Konkurrenz kümmern müssen. Und der ist flächendeckend. Und um den Güterverkehr. Wir meinen einfach, alles, was Sie sagen, ist richtig, aber es ist die völlig falsche Diskussion, um für die Bahn relevante Marktanteile zu gewinnen. Die Strategie, die Sie beschreiben, betreiben wir in Deutschland zum Schienenpersonenfernverkehrsausbau ja seit 30 Jahren. Und um wie viel Prozent ist in diesem Zeitraum der Schienenpersonenfernverkehr gewachsen? Können Sie diese Zahl auch nennen? Frau Gönner, bitteschön.
Herr Hickmann, wenn ich Ihrer Argumentation folge, genau dann ist die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm ganz wichtig, weil Sie mit dem Auto heute von Ulm nach Stuttgart über eine Stunde brauchen, ständig im Stau stehen. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie damit zugestanden haben, dass die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm genau in dieser Form auch dringend erforderlich ist. Im Übrigen würde ich darum bitten, Herr Geisler, wir unterhalten uns gerade über eine Folie, die wir beim letzten Mal schon aufgerufen hatten, die wir beim letzten Mal schon in dieser Form diskutiert haben und kommen wieder weg von der Diskussion über Neubaustrecke und die Alternativen. Ja, aber offenbar nicht ausreichend diskutiert, aber wir hören gleich auf damit. Bitte schön, Herr Holzei. Ja? Frau Gönner, das ist ein netter Versuch, eine unliebsame Diskussion abzubiegen, aber ich finde, das sollten wir nicht durchgehen lassen, weil wir immer wieder auf Widersprüche stoßen, die für jedermann offensichtlich ist. Mal argumentieren Sie mit dem Korridor Rhein-Ruhr sozusagen, Rhein-Main bis München, dann fällt es wieder auf Stuttgart-Ulm, dann wird gern noch mal was doppelt gezählt. So geht das einfach nicht. Sie sind diejenigen, die Moment, diese Beispiele immer bringen, Herr Holzei. Ganz ruhig. Es ist doch so, wir haben heute schon eine Fahrzeit von 3 Stunden 2 Minuten von Frankfurt nach München über Nürnberg. Da ist im Moment Stuttgart nicht konkurrenzfähig. Herr Pfister hat sogar Angst, haben wir ja vorhin gehört, dass man sozusagen an Stuttgart vorbeifährt. Da haben wir uns alle spontan gefragt, na gut, wenn man konkurrenzfähig ist, fährt man trotzdem vorbei. Man fährt zwar unterdurch, aber man fährt nach wie vor vorbei. Was soll da der Nutzen sein, wenn man jetzt wieder gleich schnell ist? Mit Stuttgart-Ulm kommen Sie, haben Sie gesagt, Sie haben vorhin gesagt, ich möchte nicht, dass man über Würzburg an uns vorbeifährt. Ja, aber wenn Sie über Frankfurt-München diskutieren, fährt man trotzdem an Ihnen vorbei. Man fährt halt nur anders vorbei. Hier geht es doch um die Frage, soll man ein zweites Mal in Deutschland eine Strecke ausbauen für den Personenverkehr, die am Ende ungefähr auf die gleiche Zeit kommt, fast minutengleich, bezogen auf den Korridor Frankfurt-München. Ursprünglich hatte das die Bahn noch zu anderen Zeiten mal genau anders vorgesehen. Eines sollte der Güterkorridor sein, das andere der Personenkorridor. Jetzt macht man wieder beides, wieder in diesem Vollsortimentmodus. Und das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Wenn es um Stuttgart-Ulm geht, haben wir wieder eine andere Diskussion. Aber Frankfurt-München, da gibt es heute eine Zeit von 3 Stunden 2. Unter die werden Sie mit allen anderen Maßnahmen nicht kommen. Und das ist eben genau. Und gleichzeitig geben Sie aber eine irre Menge an Mitteln aus, die für andere Dinge nicht zur Verfügung stehen. Herr Holzer, ich möchte das gerne beantworten mit einer Frage. Was wollen Sie? Wollen wir eine solche Strecke oder nicht? Was wir vorhin gesagt haben, ist, wir waren uns einig, wir wollen die Strecke. Das, was Sie sagen, ist, sie ist zu teuer. Was Sie hier in Zweifel ziehen, sind unsere Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, was die Personenzahlen anbetrifft. Käfer, die haben nie gestimmt. Ich kann Ihnen eine nach der anderen vorstellen. Sie haben zur Zeit der Planverstellung, so in dem Zeitraum, hieß es für Köln, Rhein-Main, man würde 6 Züge pro Stunde fahren. Heute sind es 2,4. Und so könnte ich Ihnen jede Strecke durchgehen. Es sind übrigens dieselben Gutachter. Ja? Es ist eine systematische Überplanung in den Prognosen. Und da muss man schon mal nachfragen dürfen, um welche Fahrzeitverkürzung geht es. Wenn Sie die überregionale meinen, dann sage ich Ihnen, da haben wir heute schon was. Wenn diese Argumentation stimmen würde, dann frage ich mich, warum Sie bei der Schnellfahrstrecke zustimmen. Was stimme ich zu? Das Bündnis stimmt der Schnellfahrstrecke zu. Wir sind uns da nicht uneinig. Okay. Das ist das, was ich heute Morgen verstanden habe. Also ich glaube, Herr Kretschmer hatte ausdrücklich gesagt, dass wir Sie in Frage stellen. Entschuldigung. Ich glaube, das hat er zweimal gesagt. Wir waren uns komplett darüber einig, dass eine schnellere Geschwindigkeit, ich präzisiere, eine schnellere Geschwindigkeit sein soll. Was Sie sagen ist, die Strecke ist zu teuer. Und ich will mal eine ganz einfache Antwort geben. Ja, Sie sagen, die Strecke ist zu teuer. Die einfache Antwort ist, das ist in der Vergangenheit massiv untersucht worden und das ist die günstigste Strecke, die geplant werden kann. Ökologisch und wirtschaftlich. Das haben wir heute Morgen ausgeführt. So, Entschuldigung, da wollen wir immer wieder drauf zurückkommen. Sie sagen, nein, Sie wüssten was Günstigeres. Und da habe ich die Frage gestellt, was wäre das denn? Dann sagen Sie, es ist doch nicht meine Aufgabe, das müsst ihr untersuchen. Da sage ich ganz eindeutig, ja, wir haben es untersucht und das ist die günstigste. Ökologisch und wirtschaftlich die günstigste. Und jetzt können wir weitermachen und können bei jeder einzelnen Folie versuchen zu interpretieren, abzuleiten und so weiter. Nur, ich halte das nicht für zielführend.
Wir haben hier eigentlich nur zwei zentrale Fragen, nämlich wollen wir eine Schnellfahrstrecke? Sie sagen, wir wollen eine Reisezeitverkürzung. Ich sage, wir haben hier eine Schnellfahrstrecke geplant, die kostengünstig und ökologisch am besten ist. Und Sie sagen, das ist die zweite zentrale Frage, das Ding ist zu teuer. Und da wiederhole ich nochmal, Sie sagen aber nicht, wie es günstiger gehen könnte, sondern Sie sagen, das ist doch eure Aufgabe. Unsere Antwort haben Sie, das ist die günstigste Version. Punkt.